begrüßen wir Sie mit einem Applaus. Danke schön dem Ortspfarrer Pater Zvonimir für die Einführungsworte. Ich bin Vesna Šimić, ich bin die Präsidentin vom Pilgerverein für die Pilger in der Pfarrei Medjugorje. Und eigentlich bin ich erst 8 Monate tätig in dieser Funktion. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch hier bin. Ich sehe, dass ihr hier in einer großen Anzahl seid und wir hier in Medjugorje, wir lieben das Jugendfestival und wir lieben es, wenn die jungen Menschen hier in diesen Gebetsort kommen, dann, wenn wir zusammen zu Gott beten und Gott preisen. Und meine Aufgabe ist heute, dass ich euch unseren Verein vorstelle. Nun beginnen wir von Anfang an. Ihr alle wisst ganz gut, dass die selige Jungfrau Maria hier in der Pfarrei erschienen ist am 24.06.1981. Von da an ist die Mutter Gottes erschienen, und aber zuvor war Medjugorje ein einfaches Dorf. Sie haben sich beschäftigt mit Landwirtschaft, und hier, wo ihr jetzt seid und ich stehe, da waren Weinberge. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat das mit Pilgerleiter zu tun? Landwirtschaft und Pilgerleiter. Nein, es hat keinen Zusammenhang. Aber als die Mutter Gottes hierher gekommen ist, die Menschen haben dann noch mehr geglaubt, sie haben gefastet, und sehr schnell kamen Pilger aus unterschiedlichen Ländern, aus der ganzen Welt, und natürlich jeder hatte seine Sprache. Sie sprachen nicht Kroatisch und auch wir konnten nicht ihre Sprache. Daher mussten wir ein wenig improvisieren. Wie können wir uns denn verständigen mit diesen vielen Pilgern, nun, die auch hören wollten, was denn hier geschieht? Sie, die diesen Gebetsort auch besuchen wollten, den Erscheinungsberg besteigen und zur Stelle der Erscheinung kommen, und somit, dass die Kinder, junge Leute, sie haben sich bemüht, haben die Sprache gelernt in der Schule, und auf eine Art und Weise haben sie versucht, den Pilgern zu erklären, was nun hier so geschieht. Sie haben zusammen gebetet. Ihr wisst, dass wir von Anfang an das Gebetsprogramm haben, das Abendgebetsprogramm. Wir sind zusammen zu den Gebetsplätzen gegangen, zusammen in die Kirche, und auch meine Kollegen, sie erinnern sich, also sie waren jung und sie hatten aber Zeit für alles, auch für die Schule und dann für die Feldarbeit daheim. Waren sie für die Eltern da und auch die Arbeit dann mit den Pilgern, und abends kamen sie dann auch zum Gebetsprogramm. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele geben. Eine Kollegin von uns, sie hatte das gleiche Alter wie die Seher, und sie lebte auch dort beim Erscheinungsberg, und dann hat sie sich auch gefragt, weshalb ist denn die Mutter Gottes nicht ihr erschienen und weshalb ist sie nur ihnen erschienen. Und ich frage mich dies auch, denn sie ist eine liebe Person. Und dann durch die Gespräche mit den Pilgern und durch das Verbreiten der Botschaft, sie hat verstanden, sie möchte Pilgerleiterin werden. Und das Gebet, dieses gemeinsame Gebet und jene, die nach Medjugorje kommen,
dieses Gebet macht Freude. Und so hat sie sich bemüht, hat die Sprache gelernt und heute ist sie Pilgerleiterin. Und zwar größter Teil ihres Lebens als Pilgerleiterin. Und nicht nur, dass sie Pilgerleiterin ist, sondern sie hat auch ein Buch geschrieben über die Erscheinungen der Mutter Gottes. Und zwar das, was hier in diesem Ort nun geschehen ist. Und eine andere Kollegin, sie lebt in der Nähe von Medjugorje. Aber als junge Person kam sie auch regelmäßig nach Medjugorje mit ihren Freundinnen. Sie hat alles so mitverfolgt und hat auch die Botschaften übersetzt für die Pilger. Und das war für sie auch eine Anregung, dass sie weiterhin dann lernt. Und sie ist weiterhin auch bis heute hin Mitglied von unserem Verein. Und auch ihre Tochter ist heute von ihr auch Pilgerleiterin. Und das sind so diese ersten Tage und auch wir erleben dies heute, diese Begeisterung. Aber es gibt dann auch noch einen anderen Moment. Und zwar, wir sind hier in Bosnien-Herzegowina und damals war dies Jugoslawien. Es waren 6 Republiken innerhalb von Jugoslawien und zu dieser Zeit, es war Kommunistenregime, das heißt, dieses Regime ohne Gott. Und als die Erscheinungen begonnen haben mit ganz viel Kraft, hat man versucht, das Ganze aufzuhalten. Aber sie haben es nicht geschafft. Wer kann denn die Mutter Gottes aufhalten, dass sie zu ihren Kindern kommt? Und die ersten 10 Jahre, das heißt, das war nun diese 10 Jahre und dieses Regime herrscht nicht mehr und die Mutter Gottes ist weiterhin eine geduldige Mutter und ich möchte sagen, Pilger, Leiter kamen auch aus anderen Teilen von Jugoslawien und sie haben auch die Sprache gut gekannt, sogar sehr gut, aber sie kannten nicht diese Glaubensthemen und das ist etwas, wo gefehlt hat und die Pilger nun, die da sind, so wie Pater Svoni mir gesagt hat, es ist notwendig, dass sie jemand haben und ein Beispiel für diese Menschen sind. Und nun kommen wir zu einem Moment, in dem unsere Franziskaner zusammen mit den jungen Menschen und Umgebung, in dem sie zu diesem Zusammenschluss kommen, dass man nun eine würdige Formierung schaffen sollte, wahre Führung für die Pilger und dass man ihnen zeigt, dass es ein Platz des Gebetes ist und Medjugorje ist kein Touristenort. Ihr selbst habt dies erfahren und ihr werdet es erfahren. Es ist ein Platz des Gebetes und der Versöhnung und wir, die wir hier leben, arbeiten, da ist dies für uns auch sehr wichtig, dass das Ganze auch so bleibt und dass wir ein Beispiel dann für euch sind. Ein gutes Beispiel für euch. Das heißt 1991, das heißt 10 Jahre nach den Erscheinungen der Mutter Gottes, unsere Priester. Und ich möchte ganz besonders Pater Leonard Oric hervorheben, der damals Ortspfarrer war, Pater Slavko Barbaric, in dem ihr bestimmt alle es ganz gut gehört habt, also ganz Gutes gehört habt. Er hat gute Sachen getan hier in Medjugorje und Pater Josu Sovko und Pater Ivan Landeker, der Ältere. Das heißt, es wird dann die erste Prüfung organisiert hier in der Pfarrei für die
Pilgerleiter und es wird dann dieser Verein für Pilgerführer in der Pfarrei gegründet und bei dieser Prüfung waren diese Glaubensthemen wichtig. Wir lernen und haben dann auch Prüfungen abgelegt, was die Heilige Schrift angeht. Ihr wisst, dass die Mutter Gottes uns aufruft zum Lesen der Heiligen Schrift und dann bei dieser Prüfung hatten wir auch katholische Katechismus und nach der Heiligen Schrift ist nun der Katechismus das zweite beste Buch für mich und ich empfehle euch dieses Buch. Es sind Antworten auf viele Fragen und dann lernen wir auch einiges über die Botschaften der Mutter Gottes, über die Erscheinung. Das heißt, es ist eine ernsthafte Vorbereitung, wenn wir euch Medjugorje rüberbringen wollen, dann ist es wichtig, dass wir die Ersten auch sind, die wissen, was wir dann auch sagen und euch eben sagen wollen. Und seit 1991 gibt es diesen Verein und jetzt sind wir 33 Jahre, seit wir existieren, 43 Jahre seit den Erscheinungen der Mutter Gottes. Und das ist ein schöner Zeitabschnitt, in dem wir sehen können, wie das Ganze nun so ging und funktionierte. Und wir glauben ganz fest, dass unser Verein und diese Berufung als Pilgerleiter ist es nicht eine Arbeit nur, sondern es ist eine Berufung. Und wir möchten sagen, dass es eines der vielen Früchte hier in Medjugorje ist. Und es gibt noch einige Sachen. Ich werde weiter fortsetzen und sprechen. Das heißt, im Verein ist es so, dass wir uns monatlich treffen. Und jeden 25. des Monats gibt die Mutter Gottes die Botschaft für uns alle. Und ein, zwei Tage danach haben wir diese Monatsbegegnung, in dem wir die Botschaft der Mutter Gottes betrachten. Und von Anfang an haben wir einen geistlichen Assistent und das ist meistens ein Priester aus der Pfarrei. Und heute ist unser geistlicher Assistent, unser Ortspfarrer, Pater Zvonimir, er, der uns auch vorgestellt hat. Gut. Der uns auch vorgestellt hat. Und wir tun zusammen über die Botschaft der Mutter Gottes nachdenken. Wir beten zusammen den Rosenkranz. Die Mutter Gottes ruft uns in ihren Botschaften auf, dass wir den Rosenkranz beten. Und wir tun dies auch einmal im Monat als Mitglieder des Vereins, aber auch zusammen mit allen Pilgern, die wir auf dem Berg begleiten und wir bringen auch technische Informationen und es ist uns bewusst, dass wir immer an uns arbeiten müssen, diese unterschiedlichen Informationen. Nun, sie helfen uns auch im Voranschreiten, dass wir umso bessere Pilgerleiter dann werden. Ich werde euch noch etwas erzählen über uns. Wir sind ungefähr 100 und wir haben unterschiedliche Berufe auch. Meistens haben wir alle einen Uni-Abschluss. Wir haben einen Architekten, einen Polizisten, eine Ärztin, Medizin, Kollegen, Professoren, Kollegen, die Theologie studiert haben, denn sie wollten besser ihren Glauben kennenlernen und die Beziehung mit Jesus haben wollten und sie möchten ihren Glauben leben. Wir haben auch eine Kollegin, die macht Torten und backt Kuchen. Stellt euch vor, sie macht eine Torte und dann tun sie
hier in Medjugorje beten, gehen auf den Berg und sie spricht zu ihnen und dann tun sie sich danach irgendwie zusammentun und beim gemütlichen Beisammensein. Jetzt wird ein kurzer Film, beziehungsweise dieser Film wurde schon gezeigt, und zwar das war an diesem Tag 25 Jahre seit dem Pilgerverein. Wir haben einige Fotografien gesammelt und eine Kollegin hat zusammen mit ihrem Ehemann diese Fotografien zusammengestellt in einen Film, und unsere Kollegin, die außer dass sie zwei Sprachen spricht, sie ist mit ihrem Ehemann in dieser Arbeit eines Regisseurs, also Filmarbeit macht sie auch, und sie hat eine gute Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann. Und dann noch eine Kollegin, habe ich schon gesagt, sie hat schon ein Buch geschrieben, eine hat einen Film produziert und eine andere wieder einen Dokumentarfilm über Medjugorje. Das heißt, es sind unterschiedliche Bereiche, wo wir uns befinden, und einige Kollegen sind auch Volontäre. Ihr habt auch gestern ein Zeugnis gehört, Hände Mariens, und einige Kollegen sind auch freiwillige Volontäre bei diesem Verein und andere wiederum auch beim Verein Mary's Meals, indem sie gestern auch das Zeugnis gehört haben oder diese Tage. Und es ist nicht ausreichend, dass man nur über die Botschaften der Mutter Gottes spricht, sondern dass man die Botschaften lebt. Das Ziel von unserem Verein und der Gründung ist dies, dass wir ein gutes Beispiel sind und dass wir euch die Botschaften der Mutter Gottes bringen können, euch bei diesen beim Berg begleiten und sie zu den Bergen führen. Und die Pilgerleiter sind wie eine Brücke zwischen Pilger und Pilgerleiter. Also wenn wir euch empfangen im Flughafen, dann sprechen wir schon über Medjugorje, wir empfangen euch so, und die letzten Jahre sind immer mehr Pilger, die das erste Mal hierher kommen, und wir freuen uns da sehr. Wir freuen uns, wenn wir Gesichter sehen, die öfters hierher kommen. Wir freuen uns, wenn wir sehen, dass das zweite oder dritte Mal dann, wenn ihr kommt und eure Freunde mitbringt dann und Nachbarn, denn dieser Ort ist offen für alle Menschen, die das Wort Gottes hören wollen. Also wir führen euch zu den Bergen, und ganz besonders, wenn Sommer ist, dann gehen wir sehr früh, starten ganz früh, und so ist es. Ihr habt bestimmt auch diese Erfahrung gemacht, diese Tage. Wir gehen auf den Erscheinungsberg mit euch, wir erzählen von den ersten Tagen, wir beten den Rosenkranz, wir gehen auf den Kreuzberg zusammen und wir erläutern euch auch das Abendgebetsprogramm, und wir sagen dies so, dass es das Herz von der Spiritualität von Medjugorje ist, und wir erwähnen die Botschaften der Mutter Gottes, und dann auch, indem wir die Beichte erwähnen, die hier jeden Tag ist, jeden Abend. Und so wie es geht, gehen wir auch gemeinsam zum Abendgebetsprogramm Rosenkranz, Heilige Messe, so wie die Mutter Gottes uns auch aufruft. Wir sprechen über unsere Geschichte, unsere Bräuchen, Tradition. Wir verbinden euch mit diesem Ort, diesem Land. Und wenn wir euch das alles erklären, das heißt das Geschichtliche bis heute hin, und wir hoffen und bemühen uns und hoffen, dass wir uns bemühen und dass ihr dann ein vollkommenes Bild der Ereignisse hier in Medjugorje bekommt. Wir sind hier, wenn ihr irgendetwas benötigt oder irgendwie
etwas passiert, vielleicht, dass sie Dokumente verlieren. Wir sind da, wenn sie jemanden brauchen, der ihnen zuhört. Wir sind hier, wenn wir die Veränderungen sehen an euren Gesichtern, wenn sich etwas hier in Medjugorje bei euch ändert. Denn dieser Ort ändert jeden und ändert auch uns, wir, die wir hier leben, wirken. Und jedes Mal, wenn ich auf den Erscheinungsberg gehe mit den Pilgern, dieses Gebet, dieses Besteigen ändert auch mich. Es ändert mich persönlich. Und ich gehe gern mit den Pilgern und zeige ihnen gern diesen Ort, diese Kirche, diesen Platz des Gebetes, diesen Gebetsort und auch diesen ganzen Platz um die Kirche. Also es ist dieser Ort des Gebetes und egal wo ihr euch hinsetzt, ihr werdet den Frieden haben. Trotz dem Ganzen, wenn da auch vielleicht viele Menschen sind und wenn ein Gedrängel da ist, für mich persönlich, auch wenn viele Menschen da sind oder weniger Menschen, ich kann einfach die Stille für mich finden und diese kleine Ecke, um dann meine Gebete auszusprechen. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch verstehen könnt, weshalb wir dies so sagen, dass wir eine schöne Frucht von Medjugorje sind. Wir sind nicht einfache Touristenführer. Wir sind und fühlen uns wirklich so, dass wir Pilger, Leiter sind und wir haben Kollegen, die von Anfang an Pilgerleiter sind und auch heute noch, aber wir haben auch jüngere Kollegen, die zum Beispiel letztes Jahr die Prüfung abgelegt haben, aber glauben Sie mir, sie haben diese gleiche Glut, gleiche Begeisterung, dass sie auch dies leben und über die Botschaften der Mutter Gottes sprechen. Es gibt noch einen Moment, den ich sagen möchte, und das sind die Übersetzer, damit heute Sie und ich, dass wir uns verständigen können. Wie könnten wir uns verständigen, wenn die Übersetzer nicht da wären? Nun jetzt bitte ein Applaus für die Übersetzer. Jetzt möchte ich euch etwas erzählen, und zwar etwas, was mir eine Kollegin erzählt hat, indem sie sich erinnert hat, die ersten Jahre des Jugendfestivals. Und das Programm war in einem grünen Zelt. Schaut hier die Wiese hinter euch. Und es war so, dass da jahrelang ein grünes Zelt war und da fand auch dieses Programm statt. Das, was heute hier am Altar geschieht, und meine Kollegin erinnert sich ganz gut an das Ganze. Es war alles einfach. Da war die Bühne und dann kamen die Vortragenden und die Übersetzer irgendwo am anderen Ende, sie saßen auf Stühlen und haben übersetzt, ganz einfach. Und es nahmen auch einige hunderte Teilnehmer teil. Und heute seht ihr, dass das Jugendfestival wächst. Ihr wisst, dass 1989 das erste Jugendfestival war. Ihr wisst ganz gut, dass da alles begonnen hat und dass das Ganze Pater Slavko Babaric organisiert hat. Und dieses Jahr bei diesem 35. Jugendfestival, wenn wir das Ganze sehen, wie nun das Jugendfestival gewachsen ist, somit wuchs auch die Übersetzerarbeit, immer größere Technologie,
Und die letzten Jahre mit dem Informationszentrum Mir Medjugorje ist diese Übersetzung immer stärker geworden. Es werden noch mehr Sprachen angeboten und meistens sind auch die Mitglieder vom Pilgerverein auch Übersetzer und Pilgerleiter. Indem dieser Wunsch war nach Pilgerleitern, da war es auch notwendig, dass man Übersetzer hat. Man muss die Katechese vom Priester übersetzen, dann die Heilige Messe übersetzen, damit ihr Pilger das verstehen könnt, was der Priester sagt, und auch diese internationale geistliche Erneuerung, das Jugendfestival musste man übersetzen, und somit war eben das Bedürfnis da, diese Bedürfnisse der Pilger. Und wir alle sind in der Schule der Mutter Gottes, und es ist uns klar, wir alle, die wir hier wirken und arbeiten, wir sind hier, um euch zu dienen. Und unsere Arbeit, das heißt, durch unsere Arbeit, durch unser Wirken und durch unsere Schritte, damit dann auch ihr die Liebe der Mutter Gottes kennenlernt, das, was sie für uns alle hat. Und ich betrachte es als ein großes Geschenk, dass, wenn der Mensch aus der Muttersprache dann das Ganze in eine Fremdsprache übersetzen kann. Ich möchte euch noch etwas Persönliches sagen, wenn ihr bereit seid. Also ich bin hier von klein auf, bin auch hier zur Schule. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann denn der Mensch hier Vergnügen haben sozusagen? Und ihr habt hier nur die Kirche, dieses Dorf. Und dann hat mich die Mama zur Messe geschickt. Sie hat gesagt, zumindest, dass jemand von uns täglich zur Heiligen Messe geht. Und mit meiner Freundin Roja bin ich dann regelmäßig zur Heiligen Messe und zum Rosenkranz. Wir haben dann die Berge bestiegen. Sonntags geht die Pfarrei auf den Erscheinungsberg, freitags geht die Pfarrei auf den Kreuzberg, und wir haben dies regelmäßig gemacht und haben auch vorgebetet am Mikrofon. Das war kein Problem für uns. Und dann an einem Nachmittag, wir sind durch die Felder und wollten auf den Berg, und meine Freundin sagt, schau mal, hier ein Stier, Vesna. Und da war ein Stier, und ich hatte eine rote Jacke. Und Roja sagt, hör mal, Vesna, du hast eine rote Jacke. Ja gut, ist doch egal. Und als dann, also dieser Stier auf mich zukam, zu uns, ihr wisst, dass ein Stier auf Rot reagiert, und wir rannten, wir hatten Angst, und Roja hat den Weinberg gesehen, und dort haben wir uns versteckt. Und dieser Stier und hat uns dann verloren, und wir sind auf die andere Seite, und wir haben später nicht mehr gesehen. Und dann sind wir ein bisschen stehen geblieben und haben Halt gemacht erst und überlegt, und was haben wir dann weitergemacht? Wir sind weitergegangen. Niemand kann uns von der Mutter Gottes trennen. Wir sind weitergelaufen. Danke, danke der Mutter Gottes. Einen Applaus. Die Mutter Gottes sagt sehr oft, dass es eine Zeit der Gnade ist, und ich glaube ganz fest an dies, und ich glaube, diese Momente der Gemeinschaft sind gnadenvolle Momente für uns alle.
für mich. Ich spreche und ich denke, dass ich auch sehr viel lernen werde von diesem Moment. Aber auch ihr, denke ich, denn ich muss sagen, all die Jahre, es war nicht immer leicht. Und ganz besonders den Menschen, die hier von Anfang an sind. Ich habe euch Kommunismus erwähnt. Es war nicht einfach, diesen Pilgerverein zu gründen und auch nicht diese technischen Sachen, die hier notwendig waren. Informationszentrum, Radio und Verbreitung des Vereins. Und aber durch das Gebet, durch den Glauben, in dem wir wussten, Gott ist immer mit uns. Man geht weiter Tag für Tag mit der Hilfe der Mutter Gottes. Wir gehen weiter, denn wir wissen, dass die Mutter mit uns ist. Und jetzt ein Applaus für die Mutter Gottes. Gut, ich danke euch von Herzen, dass ihr so geduldig wart, und ich hoffe, dass das, was ich euch erzählt habe, das für euch interessant war, lehrhaft. Und jetzt möchte ich dem lieben Gott danken für all die Tage der Gnade. Ich möchte unserer himmlischen Mutter danken. Für mich war dies eine große Überraschung. Ich hätte nie im Leben mir denken können, dass ich hier Zeugnis gebe und dass die anderen mir zuhören. Danke, lieben Gott, der lieben Gospa, der Mutter Gottes. Danke auch meinen Kollegen, die hier sind. Es sind noch viele sonst da, die aber nicht kommen konnten. Ich möchte auch allen Menschen danken, die hier in Medjugorje arbeiten. Wir alle sind im Dienste für euch, Pilger. Wir danken auch den Ordensschwestern, den Priestern und ganz besonders dem Pater Zvonimir. Und jetzt nach mir kommt ein Kollege von uns. Außer dass er zwei Fremdsprachen spricht und außer dass er Pilgerleiter ist und Übersetzer ist, er ist auch ein Musiker. Er wird ein Lied uns zuallererst singen. Ihr kennt das Lied und danach wird er auch Zeugnis geben. Und sein Name ist Milenko Musa Miki. So, liebe Kollegen, kommt nach vorne. Wir werden jetzt in freier Choreografie tanzen. Gelobt sein Jesus und Maria, so wie meine Kollegin mich vorgestellt hat. Ich heiße Milenko Miki Musa. Nun, ich habe jetzt diesen Platz bekommen von meinen Kollegen und Kolleginnen, und da ich ganz kurz Zeit habe, um zu euch sprechen, ich habe beschlossen, euch einen kurzen Text zu lesen. Liebe jungen Leute, es ist schön, euch in so einer großen Zahl um den Herrn versammelt zu sehen. Danke euch für den Mut und die Liebe, die euch hier zu diesem heiligen Ort und dem Ort der Heilung geführt hat. Ich sage das nicht zufällig, sondern ich als derjenige, der schon 33 Jahre hier das Privileg hat, zahlreiche Bekehrungen, körperliche und geistige Heilungen miterleben zu dürfen, und es ist eine persönliche Erfahrung. Das heißt, dieser Beruf, es ist nicht im klassischen Sinne des Wortes Pilgerleiter, sondern es ist eine Lebensaufgabe, für die man sich entscheiden muss. Ich könnte tagelang über die Erfahrungen sprechen, und zwar mit
der Arbeit mit Pilgern, ich als Pilgerleiter, aber ich werde in Kürze alles zusammenfassen. 1991, die Erfahrung von Medjugorje, hatte ich eben September 91 in Mailand, Italien. Wenige Monate danach bin ich offizieller Pilgerleiter geworden in Medjugorje. Und ich habe Menschen dort getroffen, die authentisch versucht haben, die Botschaften der Mutter Gottes aus Medjugorje zu leben, auch wenn viele von ihnen überhaupt nicht diesen Ort besucht haben. Und bis zu diesem Treffen habe ich über eine Karriere nachgedacht als Rock'n'Roll-Sänger. Aber ich wusste, dass ich nach Medjugorje zurückkehren werde und hier den Pilgern dienen werde, mit diesem Bewusstsein meiner Schwächen und Unvollkommenheiten. Nach dem Krieg mit einer der ersten Gruppen aus den USA und ich bin dann mit dieser Gruppe auf den Kreuzberg, alle Pilger, sie stiegen barfuß hinauf und auf der Treppe am Fuße des Kreuzes sagte der Priester zu uns, wir sollen jetzt Halt machen, hinsetzen und er nahm eine Flasche Wasser und hat nacheinander uns die Füße gewaschen und er sagte dann, stellt euch vor, wenn eines Tages, so wie unser Pilgerleiter hier, wenn sie dann ihre Familien gründen und Kinder bekommen und sie dann hier hochtragen zu diesem Berg und dann sagen, mein Kind, sieh dir diesen Ort an, dieser Ort, der getränkt ist, Schweiß, Tränen, Gebeten von Millionen Pilgern aus der ganzen Welt. Dies ist unser Zuhause, hier gehören wir hin. Und das war für mich dieser Moment, in dem der Heilige Geist dir die Gnade schenkt, diesen Reichtum deines Glaubens zu erkennen und wie schön ist es, dem Herrn zu dienen, durch die Pilger aus der ganzen Welt. Ich denke, dass über die Rolle des Pilgerleiters auch dieses Beispiel uns viel sagen wird, und zwar eine Gruppe italienischer Pilger, in dem sie beschlossen haben, einen Pilgerleiter zu nehmen und für den Priester dieser Gruppe war es die erste Pilgerreise und nach den Erklärungen, das, was der Pilgerleiter ihnen gesagt hat, kam der Priester zu ihm. Er sagte, nachdem er die vergangenen Tage auf dem Portbedor, Scheidungsberg, Kreuzberg gebetet hatte und teilnahm bei den Morgenmessen, Abendgebetsprogrammen, erst dann verstand er das Wesentliche von der Spiritualität Medjugorjes und unsere Sendung, unsere Mission ist dies, so wie ein Franziskanerpater es gesagt hat, neben dem Gottesdienst Medjugorje und dass wir dann auch bereit sind, ihnen Informationen zu geben, das gemeinsame Gebet und dass dann die Pilger nicht irgendwie Zeit verschwenden für das, was nicht wichtig ist. Deshalb betonen wir immer dies, dass es wichtig ist, dass man beim Gebetsprogramm teilnimmt, das, was die Pfarrei Medjugorje organisiert. Das heißt, und ganz besonders diese Betonung, das Abendgebetsprogramm, wo auch täglich simultan übersetzt wird in 10 Weltsprachen. Und es ist die Tatsache, dass viele Pilger über die Zeichen und Wunder sprechen wollen und viele sagen, dass sie während ihres Aufenthalts in Medjugorje diese sogenannte Spiel der Sonne gesehen haben, andere sagen wiederum, diesen Rosenduft haben sie gerochen und andere wiederum sagen, dass der Rosenkranz eine goldene Farbe angenommen hat. Was soll man tun, wenn so etwas passiert? Und die beste Antwort auf diese Frage ist, dass man ein konkretes Beispiel nennt und ich war persönlich anwesend, als ein Pilger 1998 zu Pater Slavko kam und er sagte, Pater Slavko, ich habe gesehen, wie die Sonne sich dreht, so ganz außer Atem, sagte er ihm dies. Und Pater Slavko sagte ihm ganz ruhig, das ist dein Problem, nicht mein Problem. Und wirklich, anstelle, dass man irgendwie die Aufmerksamkeit anderer sucht und schaut, ist es besser, auf die Knie zu fallen und zu beten. Weshalb sage ich das? Weil auch wir Pilgerleiter
den Pilgern, die sagen, dass wirklich Medjugorje ein Ort der Wunder ist. Und deshalb, liebe Jugendliche, wollt ihr auch ein Wunder in Medjugorje erleben? Ja? Nein? Ja. Ich weiß nicht, ob euch dies bewusst ist, aber das Wunder geschieht hier jeden Tag. Wenn aus irgendeinem Grund ihr dessen noch nicht bewusst seid, verliert aber nicht die Hoffnung, denn der Herr gibt uns immer eine neue Chance. Denn heute Abend um 19 Uhr hier in diesem Altar wird das größte Wunder in der Geschichte der Menschheit geschehen. Die Eucharistie, die heilige Messe, und die Seher bezeugen, wie die himmlische Mutter ihnen gesagt hat, wenn sie zwischen der Erscheinung wählen müssen oder der heiligen Messe, dass sie sich immer für die heilige Messe entscheiden. Denn bei der heiligen Messe, wir empfangen den lebendigen Jesus, und Jesus, unser Gott, er ist und sollte immer im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Über die Wichtigkeit der Eucharistie sprechen auch die Päpste. Papst Benedikt XVI. Hat gesagt, ohne der Eucharistie würde die Kirche gar nicht existieren. Und Papst Franziskus sagt, Eucharistie ist das Brot für Sünder und nicht die Belohnung für heilige Liebe. Jugendliche, vergesst noch etwas Wichtiges nicht. Und zwar, die Weisheit kommt mit dem Alter und der Erfahrung. Daher, wenn der Vater oder die Mutter oder Großvater, Großmutter, wenn sie euch etwas sagen, sie erzählen euch und sagen euch dies wegen ihrer persönlichen Erfahrung, denn ihr seid ihnen wichtig. Und wenn ihr denkt, dass sie die Jugend nicht verstehen, vergesst aber nicht, dass sie auch mal jung waren und dass sie auch so ähnliche Probleme hatten wie ihr heute. Daher gebt ihnen die Chance, dass sie zu euch sprechen, wenn es notwendig ist, dass sie 100-mal das Gleiche wiederholen und sagen. Und warum tun sie das? Weil sie euch lieben und bereit sind, das Leben für euch zu geben. Und vergesst nicht, dass die himmlische Mutter, Königin des Friedens, schon 43 Jahre lang, dass sie unaufhörlich aufruft, und indem sie die gleichen Botschaften wiederholt, indem Pater Josef Sovko dies zusammengefasst hat in 5 Hauptbotschaften, 5 Steine gegen den Goliath unserer Zeit. Und die heilige Messe, nicht nur sonntags, das Lesen der Heiligen Schrift jeden Tag und Rosenkranz jeden Tag und zusammen und mit dem Herzen, das Fasten bei Brot und Wasser 2-mal die Woche, freitags und mittwochs, und die Beichte zumindest monatlich. Ich weiß, das klingt irgendwie anspruchsvoll, aber wir alle zusammen versuchen wir dies und gehen wir zusammen mit der Königin des Friedens durch dieses Abenteuer. Denn wenn wir müde werden, die Mutter Gottes wird uns bestimmt ihre mütterliche Hand ausstrecken und uns zu ihrem Sohn, Herrn Jesus Christus, bringen und führen. Daher machen wir uns auf den Weg mit Maria zu Jesus, und zusammen mit dem heiligen Johannes Paul II. Sagen wir gemeinsam, Maria totus tuus, vollkommen dein, Amen. Gelobt sein Jesus und Maria. Vielen Dank euch.